Großer besetzen, der vom HSV 2 zu uns gewechselt ist. Die 8 haben wir mit Merwell, Biancardi und mit Sam Schreck besetzt. Und vorne die Dreierreihe bilden Aygün Yildirim auf dem rechten Flügel, Fabian Klos in der Mitte, der natürlich heute auch als Kapitän die Mannschaft aufs Feld führen wird. Und Henrik Koch, ebenfalls deutscher Meister mit der U17, wird auf dem linken Flügel beginnen. Schiedsrichter der heutigen Partie ist Tobias Severins. Der wird assistiert von Nils Hasse und Henry Schröder. Die Kapitäne treffen sich zur Seitenwahl. Das ist bei den Lippstädtern bei unseren Gästen Christopher Balkenhoff. Der hat früher auch mal für Arminia gespielt in der U23, ist vor 8 Jahren nach Lippstadt gewechselt. Also auch ein echtes Lippstädter Urgestein mittlerweile. Das ist der Lippstädter Kapitän. Wir bekommen den Ball, wir haben Anstoß. Fabian Klos hat den Ball vor sich liegen und wird den ersten Ballkontakt dieser neuen Spielzeit dann für den DSC haben und den Anstoß ausführen. Punkt 14 Uhr, es kann losgehen. Fabian Klos eröffnet das Spiel mit einem Pass zu Sam Schreck. Das wird natürlich die größte Herausforderung, nicht nur für mich, sondern sicherlich auch für euch vor dem Bildschirm. Die ganzen neuen Jungs, die jetzt dabei sind, erstmal alle kennenlernen, erstmal alle erkennen. Ich sitze hier auch nahezu auf Kopfhöhe mit den Spielern, also verzeiht mir, wenn auch ich mich heute ein, zweimal vertue. Ich gebe mein Allerbestes, aber manche von denen sehe ich heute auch erst das zweite oder dritte Mal. Die Lippstädter jetzt das erste Mal heute mit dem Spielaufbau. Und da haben wir schon das erste Mal richtig gut gestört. Henrik Koch ist das, der da Christopher Balkenhoff im Tor schon das erste Mal richtig bedrängen kann. Lukas Kiewit holt sich den Ball. Wir haben viel gesprochen über die Trikots, eben wie gesagt schon mal mit der Trikotaktion. Ein großer Kritikpunkt, der immer genannt wurde, oder der zumindest der häufigste Kritikpunkt war in den Kommentarspalten der Social Media Kanäle, das war die Anordnung des Rückenflocks hinten, dass der Vereinsname so klein ist, der Spielername so groß. Das ist eine Vorgabe der dritten Liga. Das sei hier auch nochmal erklärt. Wir haben es gestern auch versucht, das nochmal aufzunehmen. Also die Größe der Rückennummer und dann eben die Anordnung, dass erst der Spielername über der Nummer steht und dann der Vereinsname so klein darüber. Das ist eine Richtlinie der dritten Liga, die wir so umsetzen müssen. Man hätte dann auf den Vereinsnamen natürlich ganz verzichten können, aber das wollten wir natürlich nicht tun. Das wäre die einzige Alternative gewesen. Deshalb ist es so ein bisschen gedrängt über den Namen, aber ich glaube, da gewinnen wir uns alle dran. Jetzt die Lippstädter mal mit einem frühen Ballgewinn. Und Max Großer zieht das erste Foul der Partie. Die Lippstädter haben in der Vorbereitung schon ein Testspiel absolviert. Die sind auch schon seit 2 Wochen in der Vorbereitung, haben also ein ganz bisschen Vorsprung im Gegensatz zu uns, die wir ja erst am Mittwoch angefangen haben. Die Lippstädter haben gegen einen unterklassigen Verein letzte Woche 1:0 gewonnen, sind damit in ihre Vorbereitung gestartet. Der Ligastart bei den Lippstädtern auch ein ganz bisschen früher als bei uns, nämlich in der, am letzten Juli-Wochenende in der Regionalliga West. An dieser Stelle auch nochmal hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid an alle Zuschauer und Fans aus Lippstadt, die es mit dem SV Lippstadt 08 halten. Schön, dass auch ihr eingeschaltet habt und hier unserem Spiel zuschaut. Fabian Klos hat jetzt das erste Mal mit einem gewonnenen Luftduell. Biancardi ist das. In die Spitze zu Henrik Koch, der den Ball nicht erreichen kann. Sehr junges Durchschnittsalter haben wir auch auf dem Platz. Da sind Biancardi und rechts Aygün Yildirim, der da eben schon angelaufen ist, mit 28 schon die ganz alten Hasen. Ansonsten nicht Spaß an. 3 Spieler, die letztes Jahr mit unserer U17 Deutscher Meister geworden sind, die den Schnitt natürlich ordentlich runterziehen. Auch sonst viele sehr junge Spieler, die wir hier im Arminia-Trikot finden. Wir sehen jetzt die Lippstädter, die sich da hinten ein bisschen in Bedrängnis bringen, dass auch die Lippstädter das Spiel mit flachem Passspiel eröffnen wollen, dass sie spielerische Lösungen suchen wollen. Treten hier im 3-4-3 an, so wurde es mir im Vorfeld kommuniziert. Ich kann leider von meinem Kommentatorenplatz gar nicht so genau überprüfen, ob das auch stimmt. Ich gehe da jetzt einfach mal von aus. Jetzt mit dem Einwurf an der
eigenen Eckfahne. Ich sehe gerade im Streambild, dass ihr da aufgrund des gut bewachsenen Baumes den Angriff gar nicht so gut sehen könnt. So, und jetzt haben wir die erste interessante Standardposition in diesem Spiel. So ein bisschen halb rechts verlängerte 16er-Eck. Haben natürlich neben Fabian Klos auch noch ein paar mit, zum Beispiel Belka hier von 1860 München, der jetzt in der Innenverteidigung spielt, ein großgewachsener Spieler. Noch zwei andere, die stark im Kopfball sind. Luis Oppi wird diesen Ball reinschlagen, mit links zum Tor, aber der wird rausgeköpft. Auch das ja am Anfang der Saison bei so einem neu zusammengestellten Haufen, möchte ich fast sagen, bei einer neu zusammengestellten Mannschaft, eine ganz interessante Frage. Wer schlägt eigentlich die Standards? Da scheint also Luis Oppi auf jeden Fall schon mal einer derer zu sein, die dann gutes Füßchen haben. Unsere Jungs hatten in dieser Woche bisher drei Trainingseinheiten. Am Mittwoch ging es los mit dem öffentlichen Training um 11 Uhr. 400 Leute waren da. Auch da nochmal herzlichen Dank an alle, die da waren, die da für so eine tolle Stimmung gesorgt haben, die die Jungs aufgemuntert, ermutigt, angefeuert haben. Das hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Viele von den Jungs sind ja jetzt das erste Mal bei so einem großen Verein wie unserem DSC. Und da hat man schon in viele Augen gesehen, die sich richtig gefreut haben, dass sie jetzt hier sind, dass sie bei so einem großen Verein sind, dass sie so einen Zuspruch direkt schon am ersten Tag bekommen. Also das kann ich euch berichten, hinterlässt auch bei unseren Jungs ordentlich Eindruck. Am Donnerstag ging es dann vor allem in den Kraftraum. Dann wurde nachmittags, glaube ich, auch noch ein ganz bisschen was gemacht. Und am gestrigen Freitag gab es die zweite öffentliche Einheit. Auch da richtig viele Leute da. Ich weiß nicht, ob es auch 400 waren, aber vielleicht 300 bis 400. Sind natürlich auch Schulferien, gute Zeit. Also schon wieder ordentlich was los am Trainingsgelände. Trotzdem möchten wir auch an dieser Stelle nochmal sagen, weil auch die Frage uns oft erreicht hat, warum finden diese Testspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt? Das liegt daran, dass wir hier bauliche Maßnahmen haben. Ihr seht es im Hintergrund natürlich auch im Streambild. Das Trainingszentrum wird umgebaut, wir bekommen ein neues Funktionsgebäude und wir können dann organisatorisch und auch sicherheitstechnisch einfach gewisse Maßgaben für so ein Testspiel nicht einhalten. Deshalb müssen leider nicht nur dieses, sondern alle Testspiele, die hier am Trainingsgelände stattfinden, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Da gibt es dann auch einfach nochmal andere Regularien als zum Beispiel beim öffentlichen Training, weil die Frage auch oft kam, dass es eben einfach organisatorisch und sicherheitstechnisch nicht gleichzusetzen. Aber wir werden jedes Testspiel im Stream anbieten. Das ist mit der sportlichen Führung so abgesprochen. Also ihr könnt auf jeden Fall immer live dabei sein. Ich glaube, beim heutigen Wetter ist es zu Hause im eigenen Wohnzimmer ja auch gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir den Ball mal wieder kontrolliert in der eigenen Viererkette. Sehen da auch, dass die Lippstädter mit drei Spielern hoch anlaufen, den Spielaufbau früh unterbinden wollen. Es geht jetzt in der Vorbereitung, aber natürlich dann eben auch beginnt mit dem heutigen Testspiel, natürlich vor allem darum, die Idee von Trainer Mitch Kniat und seinem Trainerteam anzunehmen und im besten Fall natürlich auch umzusetzen. Und das ist vor allem attraktives Kurzpassspiel. Viel Spielaufbau in der eigenen Hälfte, viel das Spielfeld spielerisch überbrücken und eben die langen Bälle ein bisschen meiden. Das ist einer der neuen, Semi Belka hier auf Sam Schreck, der sich ein bisschen hat fallen lassen und jetzt das Spiel verlagert auf Lukas Kiewit. Jetzt läuft der Ball mal ein bisschen durch unsere Reihen, da haben wir ein paar mehr Ballkontakte mit der Nummer 19. Auch einer unserer Neuzugänge, Maximilian Großer, der hier die tiefe 6 heute macht. Das ist Henry Obermeier. Jetzt kommt mal der lange Ball in den Strafraum zu Henry Koch, aber der wird abgekocht und die Lippstädter bekommen den Abstoß. Aber trotzdem hat man jetzt mal das erste Mal im Spiel so eine kleine Staffelung gehabt, wo wir mal eine Minute, vielleicht anderthalb waren es auch, den Ball hatten, ein bisschen haben laufen lassen. Da kann man dann schon erkennen, was unsere Spielidee sein soll.
frei! Lass den Raum frei! Links auf, das Ding! Wenn ihr die jetzt im Rücken. Ich guck, das Ding rechts kommt her! Ja, aber Semi Belka hier, sehr zweikampfstark, sehr luftstark, zuletzt bei 1860 gespielt, fängt hier wieder einen Ball ab. Also an dem kommen die Lippstädter bislang nicht vorbei. Der war auch am Mittwochabend zu Gast beim Arminia-Podcast, den haben wir live abgehalten bei der Kulturwoche in Steinhagen. Da waren Sam Schreck und Semi Belka hier dabei. Der Podcast kommt morgen auf unseren Plattformen live. Also wer das nochmal nachhören möchte und nicht live dabei war, der kann sich schon mal freuen, dass es auch am morgigen Sonntag nochmal frischen Content von Arminia gibt. Dann könnt ihr die beiden Jungs schon mal ein bisschen kennenlernen. Jetzt sind wir über außen mal durch. Der Ball in den Rückraum, aber war dann wohl doch im Tor aus. So ist es. Abstoß für die Ferler. Der Ferler, sag ich schon, für die Lippstädter natürlich. Lippstadt letztes Jahr in der Regionalliga West eine sehr souveräne Runde gespielt, sind am Ende Elfter geworden, haben den Klassenerhalt frühzeitig klar machen können und kommen jetzt mal gefährlich, aber Henry Obermeier holt sich das Ding hier mit der Nummer 30. Jetzt Merv Biancari. Guter Ball raus zu Aygün Yildirim. Der hat jetzt mal ein bisschen Platz. Sucht natürlich Fabian Klose in der Mitte mit dem flachen Ball, aber der geht dran vorbei. Trotzdem ist nochmal Luis Oppi. Knapp vorbei. Das sah doch mal richtig gut aus. Schnelles Umschaltspiel. Trotzdem ist der Ball immer flach im Spiel geblieben. Raus auf Yildirim, der versucht hier flach durchzugehen. Landet am zweiten Pfosten bei Luis Oppi, der es dann nahezu aus dem Stand versucht und knapp verfehlt. Erste gute Aktion nach fast 11 Minuten. Jetzt die Lippstädter mal mit ein bisschen Platz. Aber auch die Rückwärtsbewegung passt bei uns. Es geht ja auch darum, für unsere Jungs sich A, natürlich zu zeigen, zu beweisen, in diesem neu zusammengestellten Mannschaft den eigenen Platz zu finden. Aber natürlich auch um die Stammplätze. Und ich denke, da haben wir ein richtig offenes Rennen auf ganz vielen Positionen. Jetzt Fabian Klos. Oh, ein stark gehalten von Christopher Balkenhoff. Henry Koch war das mit einer guten Bewegung, der dann Fabian Klos versucht hat, in Szene zu setzen. Ja, Fabi, so kennen wir ihn. Kaum am Ball, direkt mit dem Abschluss. Der ist auch gar nicht so schlecht, aber Christopher Balkenhoff riecht den Braten, ist schnell unten und kann zur Ecke klären. Auch die wird Luis Oppi schlagen mit dem linken Fuß zum Tor hin. So viele Linksfüße haben wir auch nicht auf dem Platz. Damit hat er natürlich einen guten Vorteil. Der Ball kommt an den zweiten Pfosten zu Klos, aber die Lippstädter sind vorher am Ball, können zur nächsten Ecke klären. Jetzt bin ich gespannt, läuft Luis durch? Ja, macht er. Schlägt also die Ecken von beiden Seiten. Jetzt dann mit dem linken Fuß weg vom Tor. Solange sich den Ball hinlegt, nochmal für mich die Chance, auf unsere Trikotaktion hinzuweisen. Also wer während dieses Testspiels eins unserer neuen Trikots kauft, egal welches der drei oder mit dem Torwarttrikot sind es ja sogar vier, der bekommt das signiert von der ganzen Mannschaft zugesendet. Jetzt kommt die Ecke. Kurz auf den ersten Pfosten, da ist ihm ein bisschen misslungen, aber der zweite Ball landet wieder bei Oppi. Schlägt ihn aber nicht nochmal rein, sondern spielt zurück zu Sven Schreck. Und der muss sich hier mit einem Foul behelfen. War aber, glaube ich, trotzdem wichtig, sonst hätten die Lippstädter da in eine gute Umschaltsituation kommen können. Also ein sehr intelligentes Foul an dieser Stelle. Die Arbeit gegen den Ball, muss man auch sagen, gefällt mir jetzt von der Mittelfeld-Dreierreihe da von Maximilian Großer auf der tiefen 6, Sam Schreck auf der 8, fällt sehr gut. Die sind auch richtig giftig, haben schon viele Bälle gewonnen jetzt in dieser Anfangsviertelstunde. Jetzt habt ihr das nochmal eingeblendet, also arminia.de/live, da seid ihr dann bei unserer Trikotaktion und bekommt das Trikot signiert von der ganzen Mannschaft. Die Aktion wird auch schon nächste Woche stattfinden. Da wird sich unsere Mannschaft dann zusammensetzen und alle Trikots signieren. Das heißt, Ende nächster Woche ist das Trikot dann auch unterschrieben von der ganzen Mannschaft schon bei euch.
Lukas Kiewe jetzt auf der Rechtsverteidigerposition. Zusammenspiel mit Alvin Yildirim. Nicht durchgekommen, Neuaufbau, Obermeier wieder verlagern und es auf der anderen Seite versuchen. Semi Belka hier, der mit beiden Füßen sehr stark ist. Sich jetzt hier noch einmal durchdribbelt. Auf Maximilian Groß ablegt, der wieder zu Sam Schreck. Wie gesagt, auch Sam Schreck war beim Podcast dabei. Veröffentlichen wir morgen. Hat ein paar Anekdoten erzählt. Hat mir zum Beispiel erzählt, dass die dritte Liga eine Drecksliga ist. Aber wenn man einen guten Plan hat, dann kann man da schnell erfolgreich sein. Wir sind gespannt, inwiefern das auf uns zutreffen kann in der nächsten Saison. Henrik Koch, guter Steckpass. Ah, geht an Biancardi vorbei und auch an Klos. Jetzt fängt es ja auch deutlich stärker an zu regnen. Ich weiß nicht, ob ihr das auf euren Stream-Bildschirmen so seht. Ich muss mal schauen, ob ich hier die Technik ein bisschen retten muss. Ja, müssen wir, machen wir gerade. Kann mich deshalb gerade nicht so sehr aufs Spiel konzentrieren. Sitzen hier so ein bisschen in Freiluft. Aber das sieht gut aus. Nur meine Notizen werden ein bisschen nass. So, deshalb habe ich jetzt, glaube ich, die erste gelbe Karte verpasst. Ich habe es nicht genau gesehen, müsste an Luis Oppi gegangen sein. Ich habe nur noch gesehen, wie der Schiedsrichter sie in die Tasche gesteckt hat. Ich hoffe, da wart ihr am Stream gerade aufmerksamer. Ich musste mich einmal kurz hier darum kümmern, dass die Technik nicht verreckt. Freistoß für die Lippstädter, auch eine interessante Position. Verlängerte 16er Eck. Kommt gut rein, aber da kann sich unser neuer Hüter Leo Oppermann das erste Mal auszeichnen. Fängt den Ball. Er kam ja vom HSV, kennt also Schwarz-Weiß-Blau schon bestens. Hat die Nummer 22 bekommen, auf der Bank sitzt als Ersatztorwart Jona Busse, der letztes Jahr in der U19 tätig war. Unser Nachwuchstorhüter. Sam Schreck. Sehr lauffreudig, das können wir jetzt schon in den ersten Minuten feststellen. Viele Ballgewinne. Dann immer wieder bemüht, den Ball zu verteilen. Er kommt ja aus der Jugend von Bayer Leverkusen, war aber auch als gebürtiger Pinneberger schon beim HSV und beim FC St. Pauli. Ja, einer, der für spielerische Stärke am Ball steht, der aber genauso gut gegen den Ball arbeiten kann und ein gutes Positionsspiel im Zentrum des Spiels hat. Jetzt die Lippstädter mal mit ein paar Pässen in der gegnerischen Hälfte. Da muss sogar Fabian Klos aushelfen, der auch direkt gut stören kann. Tiefer Ball, aber da ist keiner mitgelaufen. Scheint aber die Ecke zu geben. War wohl noch ein Amine dran, oder? Den Freistoß. Entschuldigung, den Freistoß gibt es. Nee, doch die Ecke. Wie gesagt, ich sitze so ein bisschen auf Höhe der Spieler, deshalb manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen von meiner Position, was genau dort entschieden wurde. Eckstoß für den SV Lippstadt. Auch da hängt in eurem Stream schönen Ast vor. Der kommt auf den zweiten Pfosten, also auch ein Lippstädter am Ball, aber keine Gefahr. Henry Obermeier. Der Ball wird aber abgefangen. Lippstadt wieder in unserer Hälfte mit dem Ball. Ja, unsere drei U17-Spieler, Henry Obermeier, Lukas Kiewit, Henry Koch, die werden die ganze Vorbereitung und auch das Trainingslager dabei sein und die ersten Schritte in der Profimannschaft machen. Und dann wird man mal schauen, inwieweit sie sich etablieren können, inwieweit sie sich durchsetzen können. Können aber natürlich dann auch noch in der U19-Bundesliga, dort spielt unsere U19 in der nächsten Saison ja wieder, mitmischen. Sollen aber natürlich als unsere Jugendspieler jetzt erstmal ihre Chance bekommen. Jetzt sieht man auch wieder die Lippstädter. Versuchen es auch spielerisch, versuchen uns immer wieder zu umspielen. Gelingt noch nicht so gut. Fabian Klos liegt gut ab.
Biancardi versucht sich durchzudribbeln, aber bleibt hängen. Zweiter Ball. Haben wir wieder. Eigen Yildirim. Yildirim mit dem Abschluss, aber kein Problem für Christopher Balkenhoff. Im Tor der Lippstädter, der den Ball festhalten kann. Hinten im Bild seht ihr noch unsere Bank. Dort stehen, sitzen vor allem Jona Busse, Can Özkan, Nassim Gujilat, Christopher Schepp, Tom Gerkens, Vladi Czerny, Kaito Mizuta und Gerrit Gulke, die alle in der zweiten Halbzeit noch kommen sollen. Wir werden also alle Spieler auf der Bank komplett einwechseln. 8 Stück sind das, 3 sollen weiterspielen. Logisch, mehr haben wir halt auch einfach noch nicht. Aber ich kann euch versichern, das war es noch lange nicht, da kommen noch ein paar. Die dann den Kader noch vervollständigen werden hier in der Vorbereitung. Nächste Woche haben wir das nächste Testspiel gegen Rot-Weiß Aalen, ebenfalls Regionalliga, bevor es dann ins Trainingslager nach Südtirol geht. Lukas Kiewit auf der rechten Seite. Boah, da sieht man auch, wie nass und rutschig es schon ist. Verliert kurz den Tritt, behält aber den Ball. Da ist er wieder, hat jetzt ein bisschen Platz. Kann der Ball jetzt mal in den 16er kommen? Kann er, fliegt aber über Fabian Klos hinweg. Wieder Sam Schreck mit einem guten Ballgewinn. Für mich einer der auffälligsten hier in den ersten Minuten. Yildirim ist das außen. Wieder zu Lukas Kiewit. Die beiden spielen schon sehr gut zusammen, dafür, dass sie sich ja quasi hier im ersten Training erst kennengelernt haben. Guter Steckpass. Yildirim! Außennetz. Außennetz, schade. Das war eine richtig gute Möglichkeit. Schöner Pass von Merv Biancardi, der den Ball nochmal durchsteckt. Yildirim aus Spitzenwinkel. Ja, da sehen wir nochmal durch die Beine des Gegenspielers. Wirklich toller Pass. Und dann fehlt da nicht viel zum ersten DSC-Tor in dieser Vorbereitung. Knapp ans Außennetz. Nach dem Spiel werden wir natürlich auch noch mit Mitch Kniat sprechen. Wir suchen uns auch noch einen Akteur aus, der dann zum Interview an unserer Club-TV-Kamera steht. Das Ganze könnt ihr dann auf Arminia Club TV später sehen. Da gibt es eine Zusammenfassung der Partie hier. Und dann, wie gesagt, gibt es eben noch die Stimmen vom Trainer und von einem Spieler. Den muss ich mir dann gleich noch aussuchen. Noch dazu. Maximilian Großer, schöne Aktion. Da sieht man, richtig gut gekämpft. Dafür wurde er geholt. Eigen Yildirim setzt sich über außen durch. Scharf nach innen. Aber da sind die Lippstädter gerade wieder dran. Gute Aktion, aber da hat man gesehen, was wir in dieser Saison brauchen. Nicht nur Entschuldigt. Ah. Wir hatten kleine technische Probleme hier am Platz. Der Regen setzt uns dann doch ein bisschen zu. Wir sind hier nicht so regengeschützt. Das gibt es halt bei unserem Trainingsgelände nicht so wahnsinnig gut. Die Lippstädter am Abstoß.
Jetzt gibt es mal einen langen Ball, auch das selten. Auch die Lippstädter versuchen ja die Abstöße immer mit Kurzpassspiel so ein bisschen zu eröffnen. Maximilian Großeis, das setzt sich durch. Wieder zu Lukas Kiewit, der es mit einer Seitenverlagerung versucht. Zu Henrik Koch, guter Ball. Henrik legt den auf Fabi ab. Aber die Lippstädter können dann doch nochmal den Ball gewinnen. Das Zusammenspiel hat in der U17 letzte Saison ja schon sehr oft geklappt. Lukas Kiewit auf Henrik Koch. Also auch hier bei den Profis. Die beiden kennen sich schon richtig gut. Henry Obermeier dann ein bisschen verschätzt, weil ich kann der tiefe Ball kommen. Aber Semi Baker hier, astreine Grätsche, stark gemacht. Trotzdem die Lippstädter noch am Ball. Langer Ball an den zweiten Pfosten, aber der geht ins Nix. So, jetzt habe ich auch eine Regenjacke an. Kann weitergehen. Beim Abschluss bleibt für mich noch zu sagen, wir haben bis jetzt schon 5000 Dauerkarten verkauft. Auch da nochmal herzlichen Dank. Das ist auch im Vergleich zum Vorjahr etwa eine sehr, sehr gute Zahl, über die wir uns natürlich sehr freuen, dass trotz dieser schwierigen Jahre, die jetzt hinter uns liegen, so viele von euch noch wieder zuschlagen. Jetzt gehen wir aber schnell wieder ins Spiel. Biancardi ist das mit viel Platz. Auf Henrik Koch, der zu Fabian Kloß, der zu Yildirim. Aber auch diese Aktion führt nicht zu einem Tor. Schade, da hatten wir mal ein bisschen Platz. Merv Biancardi war das, der wieder mit einer guten Aktion, mit einer guten Bewegung sich da Platz gemacht hat. Hier zu Henrik Koch ablegt. Der hat es versucht direkt mit Fabian Kloß. Und der Kontakt passt dann nicht so hundertprozentig. Schade. Also ich gehe nochmal auf die Dauerkarten. 5000 haben wir schon verkauft. Herzlichen Dank an alle, die schon zugeschlagen haben. Bis zum 3. Juli gilt noch die Reservierungsfrist, wenn ihr also euren Dauerkartenplatz aus der letzten Saison haben wollt. Sei es auf der Südtribüne oder irgendwo anders, dann müsst ihr den bis zum 3. Juli noch einlösen. Dann machen wir alle Plätze wieder frei und zum Beispiel die Warteliste der Südtribüne wird dann auch ausgelost. Dann werden also die weiteren Dauerkartenplätze vergeben. Also auch an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank. War nicht ganz so einfach mit uns, ist glaube ich auch immer noch nicht ganz so einfach mit uns und trotzdem sind 5000 von euch schon auf jeden Fall alle 19 Heimspiele wieder dabei. Das freut uns natürlich sehr. Das gibt uns Rückenwind. Vielen Dank dafür. 20. Heimspiel werden wir auch haben. Auf jeden Fall Heimspiel im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum. Dort folgen die Ticketinfos bald. Haben wir aber noch nicht ganz fertig. Ach, das tat weh. Wir hören da, glaube auch über mein Mikro hier, Maximilian Großer, der sich da mal richtig wehgetan hat. Da waren Lippstädter Schlappen mal ordentlich drauf. Ja, Maxi Großer in der Jugend in Dresden gespielt, mit denen auch Drittligameister geworden, in die zweite Liga aufgestiegen, allerdings ohne viele Einsätze. Zuletzt beim HSV in der zweiten Mannschaft gespielt, genau wie Leo Oppermann im Tor. Also die beiden kennen sich schon, sind Vizemeister der Regionalliga Nord geworden, haben ja frühzeitig bekannt gegeben, dass sie nicht in die dritte Liga aufsteigen werden. Aufsteigen wollen, keine Lizenz beantragt haben, ist der VfB Lübeck hochgegangen, gegen den wir in dieser Saison spielen werden. Ja, will jetzt den nächsten Schritt, wie so viele andere auch in diesem Kader, bei uns in der dritten Liga machen. Ich denke, das ist sicherlich ein Mix, der sehr, sehr interessant ist. Viele Spieler, für die das jetzt hier die größte Station ist, der größte Verein, die größte Liga, in der sie bis jetzt gespielt haben, die sich hier beweisen wollen. Sam Schreck, guter Ballgewinn mit Fabian Kloß. Er versucht das Spiel zu verlagern auf Luis Oppi, aber dann müssen wir doch nochmal, um den Ball zu halten, sicher und hintenrum spielen. Da haben wir Belkaia, Sammy Belkaia mit Nummer 5. Er kam von 1860 München, hat also schon ordentlich Drittliga-Erfahrung, hat dort auch schon 5 Jahre gespielt. Henrik Koch, der Ball in den Strafraum, aber die Lippstädter können ihn wieder abwehren. Nächster Versuch, Maximilian Großer, wieder raus. Sam Schreck ist das, mit der Nummer 8, macht noch einen Schritt, nimmt Luis Oppi mit. Der jetzt mit dem linken Fuß kann ihn reinbringen, tut er auch. Fabian Kloß, Lukas Kiewit. Ah, es soll nicht sein. Schade, Mensch. Das wäre doch mal was gewesen. Einer unserer deutschen Meister mit dem ersten Tor der Sommervorbereitung. Aber da fehlt dann doch ein bisschen was. Trifft er den Ball nicht ganz sauber. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Volles Risiko. Aber die Lippstädter können ihren Kasten sauber halten. Biancardi, wieder Kiewit, der auffällig viele Ballkontakte hat hier in der ersten Halbzeit. Yildirim, er ist der Einzige, der eine Liga tiefer gewechselt ist.
letztes Jahr in Regensburg aktiv gewesen. Eine Verletzung hat ihn in den letzten zwei Jahren ein bisschen zugesetzt, ihn ein wenig ausgebremst. Ja, also er letztes Jahr für Regensburg in der zweiten Liga aktiv, jetzt für uns in der dritten Liga. Ich glaube, es ist der Einzige, wenn ich recht entsinne, der dieses Jahr eine Liga tiefer spielt als im letzten Jahr. Sonst für alle ein Schritt nach oben und nach vorne. Er ja schon beim SC Fair gespielt, in Wiedenbrück, in Aalen, kommt hier aus der Region. Hat auch gesagt bei seiner Vorstellung, als wir ihn kennenlernen durften, dass es für ihn ein Stück weit wie nach Hause kommen ist. Auch wenn Aalen sein Heimatverein ist und seine Heimat, so ist Bielefeld ja nicht weit weg. Gegen Aalen spielen wir nächste Woche. Das zeigen wir auch wieder hier im Stream. Jetzt aber erstmal Lippstadt und die sind in unserer Hälfte. Aber wieder ist bei Semih Belkaia Endstation der mit wahnsinnig viel gewonnenen Zweikämpfen. Wir haben jetzt hier keine Statistikerfassung, aber das geht, glaube ich, schon nah an die 100%. Also er in der ersten halben Stunde dieser Sommervorbereitung hinterlässt auch schon mal einen sehr guten Eindruck bei uns hinten im Abwehrzentrum. Da sehen wir die Lippstädter, laufen beide unsere Innenverteidiger an, versuchen da das Kurzpassspiel zu unterbinden, aber ui, da war das erste Tor. Ah, und das schießen wir uns selber rein. Luis Oppi war das, der da hoch angelaufen wird, den Ball zurückgeben will zu Leo Oppermann. Und dann rutscht der Ball durch und ist im eigenen Kasten. 1:0 für Lippstadt. Das kam unerwartet. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Hoppi mit rechts und dann rutscht da Leo durch. Kann passieren, ist ja zum Glück nur die Vorbereitung. Kopf hoch und weiter geht's. Leo letztes Jahr Stammtorwart vom HSV 2 in der Regionalliga Nord. 34 Spiele gemacht, 8:0. Hat gestern seinen Vertrag unterschrieben, also da könnt ihr zum Beispiel auf Instagram auch nochmal reinschauen. Da haben wir euch jeden unserer Neuzugänge mal ein bisschen vorgestellt in einem kleinen einminütigen Video. Da war er gestern dran, hat einen sehr sympathischen Eindruck hinterlassen. Langer Ball zu Hilderung, aber der steht im Abseits. Und trotzdem gab es nochmal jetzt kurz hier den Zusammenprall mit dem Lippstädter Kapitän, mit Christopher Balkenhoff, aber sieht nicht so schlimm aus, kann weitergehen. Ja, der zweite Torhüter, den wir jetzt uns in der Vorbereitung schon geschnappt haben, Jonas Kersken, der ist noch ein bisschen an der Schulter verletzt, hatte letzte Saison in Meppen gespielt, hat dort die ersten 10 Spiele in der dritten Liga gemacht. Hat sich dann an der Schulter verletzt und muss das noch ein wenig auskurieren, ist dort aber in den letzten Zügen. Wird also zum Saisonauftakt auf jeden Fall auch fit sein. Wie große Teile der Vorbereitung er dann mitgemacht haben wird, das muss ich dann noch zeigen. Henry Obermeier stark abgegrätscht, gewinnt so den Ball, dass wir Abstoß haben. Das war eine richtig gute Aktion. Guter Ball von Leo Oppermann jetzt auf Marc Biancardi. Über 30 Meter flache öffnet, direkt auf die 8. Jetzt müssen wir uns mal mit dem langen Ball helfen. Aber dafür haben wir ja auch Fabian Klos. Dem kannst du auch lang anspielen. Macht den Ball gut fest zu Eigen Hilderim. Der wird gefoult. Versucht jetzt das Spiel direkt schnell zu machen. Jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen Platz. Die Lippstädter nicht so geordnet. Aber Sam Schreck muss nochmal drauf treten, doch wieder abbrechen. Auch die Lippstädter haben eine voll besetzte Bank. 11 Leute sitzen da, 2 Gastspieler sind dabei. Trainer der Lippstädter, Felix Bechtold. Wie gesagt, sind schon seit 2 Wochen in der Vorbereitung, kennen sich ein ganz bisschen besser, hatten jetzt auch nicht so einen großen Umbruch wie wir. Henry Koch, der wird abgefälscht, Yildirim. Ah, wieder knapp vorbei. Es gibt aber Ecke, nee, Abstoß. Da würde ich jetzt behaupten, von meinem Platz habe ich eine Ecke gesehen. Aber die Schiedsrichter standen natürlich näher dran, werden das besser beurteilen können. Henry Koch war das, abgefälscht und dann versucht Yildirim wieder, fehlt nicht viel.
Also das Chancenplus gehört ganz eindeutig uns. Ja, bis auf die Murmel, die wir uns selber reingeschossen haben, kam von Lippstadt noch nicht ganz so viel. Aber wir konnten eben auch noch keine dieser Situationen nutzen. Aber trotzdem, es sei nochmal gesagt, wir sind ja auch erst seit Mittwoch im Training, der dritte Tag hier. Ich weiß gar nicht, ob die Jungs sich alle schon beim Vornamen kennen. Das sollte man natürlich in der Bewertung berücksichtigen. Obermeier bleibt da hängen an der Nummer 11 von Lippstadt. Ja, die 17 soll das sein, Tim Zimpel. Auch schon einige Ballgewinne da. Ja, auch wieder so ein Ball, der versinnbildlicht, was die Philosophie von Lippstadt ist. Sicherlich auch ein Grund, warum wir uns die als Testspielgegner ausgesucht haben. Selbst unter Bedrängnis von Fabian Kloß eröffnet Balkenhoff damit einen flachen Ball auf die Linksverteidigerposition. Also auch die wollen hier mitspielen, wollen hier Fußball spielen. Scheuen da nicht das Risiko, auch in der eigenen Hälfte. Wieder Maximilian Großer mit einem Ballgewinn. Trifft dann den Schiedsrichter. Das bedeutet Schiedsrichterball. Ja, scheint auch bei jedem Spieler noch nicht ganz angekommen sein. Also Schiedsrichterball, Ball natürlich dann wieder bei uns. Wir waren ja vorher auch im Ballbesitz. Sam Schreck war das, der da neben dem Schiedsrichter stand. Der hat auch eine lustige Anekdote erzählt zum VAR im Podcast am Mittwoch. Den haben wir ja in dieser Saison nicht mehr, den gibt es in der dritten Liga nicht mehr. Sam ja letzte Saison bei Aue gespielt, davor das Jahr auch. Und mit Aue aus der zweiten in die dritte Liga abgestiegen. Und da hat er im Podcast erzählt, dass er am ersten Spieltag dann bei einer etwas strittigen Situation zum Schiedsrichter hingerannt ist, ihn gebeten hat, doch bitte den VAR zu bemühen und sich das selber nochmal anzuschauen, bis der Schiedsrichter ihn dann darauf hingewiesen hat, dass es das hier jetzt nicht mehr gibt. Also auch das, ich glaube, mit den Erinnerungen der letzten Saison im Kopf, eine positive Nachricht für uns alle hier bei Arminia, für euch da vor dem Bildschirm. Die dritte Liga hat keinen VAR mehr. Da wird noch auf dem Feld entschieden. Ein Glück. Sammy Becker hier mit Luis Oppi. Also Sammy auch in der Spieleröffnung mit vielen Bällen. Ist ja auch so ein Faktor, wie die Mannschaft zusammengestellt ist. Welche Spielertypen sich Mitch Kniert eben wünscht. Das sind dann eben auch Innenverteidiger, die nicht den Spielaufbau scheuen, die auch mal einen langen, flachen Pass spielen können. Sammy gehört da sicherlich dazu. Henrik Koch auf Lukas Kiewit. Die beiden trotz der so unterschiedlichen Positionen schon viel im Zusammenspiel. Henrik Koch und stark gehalten von Christopher Balkenhorst. Starke Aktion von unserem Nachwuchsmann, von Henrik Koch, der sich da auch mal vom linken Flügel in die Mitte fallen lässt. Mit seinem Buddy Lukas Kiewit hier im Doppelpass. Und dann versucht das einfach mal aus. Boah, was mögen da sein? 26, 27 Meter. Richtig schöner Abschluss, der hätte genau gepasst. Aber Christopher Balkenhorst ist auch kein schlechter. Kein Wunder, hat ja auch mal bei Arminia gespielt. Und lenkt das Ding über die Latte. Es gibt also den nächsten Eckball. Wieder wird den Luis Oppi schießen. Mit links zum Tor hin. So ist es, kommt gut rein. Aber wieder gewinnt ein Lippstädter das Luftduell, beziehungsweise hat das bessere Timing. Ich glaube, das passt bisher. Gut gelöst von Leo da hinten. Also trotz
des Fehlers vor dem 0:1 keine Nervosität anzumerken. Der zieht einfach hier weiter seinen Stiefel runter. Auch jetzt gerade in einer durchaus kniffligen Situation locker geblieben. Den Ball ganz entspannt zum Nebenmann gespielt. Guter Ballgewinn hier von Iacardi. Und wieder Lukas Kiewit. Auffällig, wie viele Ballbesitzphasen der hier schon in der ersten Hälfte hat. Wird viel mit eingebunden auf der rechten Seite. Max Großer mit dem Ball raus, aber der kommt nicht an bei Luis Oppi. Die Lippstädter kommen dazwischen, aber wir versuchen es direkt wieder mit dem Gegenpressing und gewinnen auch den Ball. Biancardi, komm jetzt, lass einen. Jawohl. Und wieder Balkenhorst. Aber der landet bei Yildirim. Zweiter Versuch in die Mitte. Kommt aber bei keinem unserer Jungs an. Oh, Sam Schreck wieder davor. Schade. Also so langsam hätten wir es uns doch verdient. Bleibt aber weiterhin beim 1:0 für unsere Gäste aus Lippstadt. Für mich Zeit, nochmal auf unsere Trikotaktion hinzuweisen. Also jedes Trikot, das ihr jetzt bestellt während des Testspiels, die Aktion geht nur bis zum Abpfiff dieses Spiels. Jedes Trikot, was ihr bestellt, wird von der gesamten Mannschaft unterschrieben. Dann bekommt ihr es Ende nächster Woche so komplett unterschrieben von der ganzen Mannschaft zu euch nach Hause geliefert. Gilt nur, wenn ihr eines unserer neuen Trikots, egal ob Heim-, Auswärts-, Ausweich- oder Torwarttrikot, während des Testspiels kauft. Auf und nieder, immer wieder, das ist unser Motto zum Trikot, was wir gestern veröffentlicht haben. Ich hoffe, es gefällt euch. Könnt ihr ja hier zumindest im YouTube-Stream in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr davon so haltet. Wir lesen uns das gerne immer durch. Dann haben wir schon mal ein ganz vernünftiges Feedback. Also schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Trikots so findet, was eigentlich euer Lieblingstrikot ist. Das Heimtrikot ja dreifarbig, schwarz-weiß-blau, die anderen beiden Trikots zweifarbig. Auswärts schwarz und weiß und das Ausweich in Anlehnung an unsere Stadt rot und weiß. Man braucht immer ein Trikot, was nicht in Vereinsfarben ist. Deshalb dieses Jahr das rote Trikot. Na, die Lippstädter wollten es erst kurz versuchen, bringen dann jetzt doch rein. Aber Leo Oppermann fängt den Ball ab. Sicherlich auch nicht ganz so einfach bei dem Wind, bei dem Regen, der hier vorherrscht. Ich würde mal sagen, 16, 17 Grad dürften wir hier haben, also so kalt ist es nicht. Aber es regnet nicht nur, das Wasser liegt hier so richtig schön in der Luft. Ostwestfälisches Plätterwetter eben. Henry Obermeier auch eher, trotz der jungen Jahre hier schon mit einer sehr guten Vorstellung. Immer ruhig am Ball, den ein oder anderen wichtigen Zweikampf schon gewonnen. Wieder Sammy Baker hier mit dem guten Ball gewinnen kann, dann Fabian Klos finden. Also der gefällt mir auch richtig gut bis jetzt. Im Hintergrund seht ihr schon die 8 Spieler, die bei uns auf der Bank saßen und gleich reinkommen werden zur Halbzeit mit unserem Athletiktrainer Niklas Klaasen, der ja da geblieben ist. Im Sommer machen die sich warm. Alle 8 sollen gleich kommen. Das heißt, 3 bleiben logischerweise auf dem Platz. Ich glaube, das ist, wurde mir gesagt, Henrik Koch, Fabian Klos und der Dritte. Den Dritten habe ich mir leider nicht notiert, aber die sollen auf dem Platz bleiben. Alle anderen tauschen sich dann einmal. Das gehört natürlich auch zur Vorbereitung dazu. Jeder bekommt die gleichen Chancen, jeder die gleichen Einsatzzeiten, damit sich hier auch jeder mal präsentieren kann. Jetzt mal gut gelöst von den Lippstädtern, muss man dann ja auch mal anerkennen, von den Regionalligisten. Gegen die können wir ja theoretisch in dieser Saison auch in einem Pflichtspiel spielen, und zwar im Westfalen-Pokal. Wenn wir denn das Halbfinale erreichen, da wurden ja am Donnerstag die ersten Runden und anhand eines Gruppensystems dann auch schon die möglichen Gegner bis zum Halbfinale ausgelost. Wir dürfen in der ersten Runde bei Frischhauf Herringhausen-Eickum in Herford spielen. Beim Bezirksligisten freue ich mich schon drauf. Lippstadt hat einen Verein aus der Kreisliga A bekommen, die DJK Spielvereinigung Mellrich. Und wie gesagt, frühestens könnten wir gegen Lippstadt im Halbfinale aufeinandertreffen, aber es ist eben möglich. Nächste Ecke.
Luis Oppi. Gutes Ding, da ist Fabian Klos und wieder Christopher Balkenhorst. Nächster Versuch, Hilderim wieder geblockt, das gibt's doch gar nicht. Jetzt so direkt vor der Halbzeit, das wäre doch mal was gewesen. Aber auch wieder gut gehalten von Christopher Balkenhoff. Nächste Deck, wieder Oppi. Jetzt können die Lippstädter mal kontern. Haben ein bisschen Platz in der Vorwärtsbewegung, alle im Vollsprint. Ja, Henry, jetzt ist das Positionsspiel wichtig. Und da ist er. Sehr gut. Gut gelöst von Henry Obermeier und auch von Simi Belka hier, der das Foul zieht. Und dann pfeift Schiedsrichter Tobias Severins zur Halbzeitpause. Die Lippstädter gehen mit einem 1:0 in die Kabinen. Das Tor, das haben allerdings wir geschossen. Ein Rückpass von Luis Oppi ist Leo Oppermann durchgerutscht. Das war das einzige Tor bis jetzt. Ansonsten haben wir auf unserer Seite sehr viele Torchancen gesehen, aber noch kein Tor. Gerade Fabian Klos, der beinahe den Ausgleich geköpft hätte. Vor allem über die rechte Seite, über Lukas Kiewit, Aygün Yildirim und natürlich Fabi, der immer wieder gesucht wird in der Mitte, war schon ordentlich Betrieb. Wir gehen hier auch kurz in die Halbzeitpause. Könnt euch also noch kurz einen Tee, einen Kaffee holen oder ihr holt euch schon die Dauerkarte fürs nächste Jahr. 5000 sind schon verkauft. Wir freuen uns darauf, dass ihr schon so zahlreich zugeschlagen habt, dass ihr uns weiter unterstützt, dass ihr wieder zu den Heimspielen, 19 werden es ja diesmal in der Liga sein, zu uns in die Schuko Arena kommt. Wenn ihr noch das passende Outfit haben wollt für euren Spieltagsbesuch, dann schaut vorbei arminia.de/live. Dort findet ihr unsere Trikots. Wer während dieses Testspiels zuschlägt bei den Trikots, der bekommt das Trikot nächste Woche signiert von der ganzen Mannschaft nach Hause. Ich verabschiede mich kurz in die Halbzeitpause, versuche mal die ganze Technik hier wieder trocken zu wischen und dann sehen wir uns im zweiten Durchgang in 15 Minuten.
So, herzlich willkommen zurück vom Trainingsgelände hier an der Friedrich-Hagemann-Straße zur zweiten Halbzeit. Es hat aufgehört zu regnen, eine fantastische Nachricht für alle wie mich, die hier im Freien rumsitzen. Ansonsten schöne Grüße in die ostwestfälischen Wohnzimmer. Es steht 1:0 für den SV Lippstadt. Das Tor haben allerdings wir gemacht. Ein Rückpass von Luis Oppi ist Leo Oppermann durchgerutscht. Das war es bis jetzt. Ansonsten waren die Torchancen eigentlich nur auf der anderen Seite. Da haben wir uns sehr viele erspielt, aber noch nicht so viele genutzt. Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir das jetzt in der zweiten Halbzeit dann sehen, dass wir davon auch eine nutzen. Ein paar Jungs machen sich warm. Ihr seht das hier schon so ein bisschen. Wir wechseln ordentlich durch. Can Özkan läuft hier zum Beispiel direkt vor der Kamera her. Mitte Nummer 6 ist zurück. Wird jetzt auf dem Platz sein. Auch spielen werden jetzt Nassim Bujelab, Christopher Schepp, Tom Gerkens, Vladi Czerny, Kaito Mizuta und Gerrit Gohlke, die sich hier alle schon mal ein ganz bisschen bewegen. Die Lippstädter sind noch in der Kabine, kommen jetzt aber zurück. Die Schiedsrichter betreten gerade auch wieder den Platz. Bevor es weitergeht, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber ich sag's lieber nochmal, bevor das irgendjemandem hier durchgeht, wenn ihr während dieses Testspiels unter arminia.de/live ein Trikot bestellt, eines unserer schönen neuen, das die Jungs hier auch tragen, das blaue Heimtrikot seht ihr hier, das grüne Torwarttrikot seht ihr auch schon da hinten, dann bekommt ihr das Trikot in der kommenden Woche von unserer ganzen Mannschaft unterschrieben nach Hause geschickt. Das gilt aber nur, wenn ihr das Trikot hier während des Livestreams euch besorgt. So, die Schiedsrichter sind bereit, legen den Ball wieder hin. Gibt übrigens auch einen neuen Spielball. Die dritte Liga hat den ja einheitlich vermarktet an Adidas. Erste, zweite Liga waren noch ein Derbys dabei. Also auch da haben wir ein bisschen was, an das wir uns gewöhnen können. Ich habe übrigens Quatsch erzählt, nicht alle von der Bank werden reinkommen, sondern wenn ich das richtig sehe, ist Leo Oppermann weiter dabei. Ja, so ist es. Der wird also hier wahrscheinlich direkt mal über die ganze Distanz gehen. Hier sehen wir nochmal, oder ihr seht nochmal zu Hause das Tor. Tja, unglückliche Nummer, nasser Rasen, nasser Ball, rutscht durch. Passiert ist ja nur die Vorbereitung, ist ja nur das erste Testspiel, müssen sich alle noch ein ganz bisschen finden und kennenlernen, alle noch mal ein bisschen in Bielefeld ankommen. Hauptsache, das passiert dann im Pflichtspielbetrieb nicht. Hier wird sich nochmal abgeklatscht. Also auch für euch zu Hause nochmal mit der Nummer 6 unser Rückkehrer Can Özkan, mit der Nummer 10 Nassim Bujelab, mit der Nummer 18, den kennen wir noch, einer von zwei Spinden, der belegt war am Anfang des Trainings, Christopher Schepp. Dann haben wir mit der Nummer 20 Tom Gerkens, mit der Nummer 21 ebenfalls ein Rückkehrer Vladislav Czerny, mit der Nummer 25 Kaito Mizuta und mit der Nummer 27 Gerrit Gohlke, die jetzt alle neu für uns auf dem Platz stehen. Taktisch sieht das so aus, ihr seht es schon, Gerrit Gohlke hinten in der Innenverteidigung. Maximilian Großer bleibt auf dem Platz, hat eben die Tiefe 6 gespielt, spielt jetzt den Innenverteidiger, also eher defensiv variabel einsetzbar. Das sehen wir dann heute schon. Davor sehen wir mit der Nummer 20, das ist Tom Gerkens, der also jetzt die 10 belegen wird. Diese Achterpositionen werden dann Nassim Bujelab und Kaito Mizuta besetzen. Dann haben wir Henrik Koch, der auf dem Platz bleibt. Links Henry Obermeier wechselt jetzt von der Innenverteidigerposition auf die Linksverteidigerposition. Und Christopher Schepp wird im Sturmzentrum spielen. Vladi Czerny, aus unserer eigenen Jugend zurückgekehrt von Wiedenbrück, spielt auf dem rechten Flügel. Ist jetzt hier das erste Mal am Ball mit der Nummer 21. Sein Bruder Nick Czerny, ja mit der U17 vergangenes Jahr deutscher Meister geworden. Vladislav war erst in der Schweiz beim FC Schaffhausen ausgeliehen, dann beim SC Wiedenbrück, jetzt also zurück in seiner Heimat bei uns beim DSC. Can Özkan spielt den Rechtsverteidiger, hier mit der ersten Aktion, mit dem Einwurf und dem Rückpass zu Leo. Für den wird es jetzt wichtig sein, das Ding aus der ersten Halbzeit zu vergessen, aber ich glaube, das kann er. Das Selbstbewusstsein hat er, bringt er mit. Abhaken, weitermachen. Zusehen, dass wir in der zweiten Halbzeit keinen reinkriegen. So, Maximilian Großer sehen wir hier. Gerrit Gohlke, der ja aus Mannheim kam,
Auch den haben letzte Saison ein paar Verletzungen gestoppt, deshalb ist er nicht auf so viele Drittliga-Einsätze gekommen, falls ihr da schon mal recherchiert habt, auf Transfermarkt oder so. Ja, die Lippstädter bleiben sich treu, laufen wieder hoch an, stehen schon tief in unserer Hälfte, um das Kurzpassspiel zu unterbinden. Machen die Passoptionen wie hier zum Beispiel zu Tom Gerkens, der auf der 6 versucht, sich anzubieten, schnell zu. Das ist jetzt Nassim Bujelab, der aus Helsinki gekommen ist. Und es gibt Einwurf, Henry Obermeier letztes Jahr, deutscher Meister mit der U17. Mit dem Einwurf hinten. Und wir schieben einmal durch zu Gerrit Gulke, der hat jetzt mal ein bisschen Platz. Tom Gerkens sehen wir da mit der Nummer 20. Angenommen, aufgedreht, weitergeleitet zu Bujelab, der mit dem Langball in die Spitze. Christopher Schepp ist das, Henry Koch, aber am Ende landet der Ball wieder beim Lippstädter Kapitän, wieder bei Christopher Balkenhoff. Cherny gut abgelegt auf Christopher Schepp, der raus auf Mitsuta und der wird gefoult. Ne, wird er nicht, sagt Schiedsrichter Tobias Severins. Das Spiel läuft weiter, aber die Lippstädter sind den Ball auch schon sehr schnell wieder los. Tom Gerkens. Ja, Tom Gerkens, auch interessanter Mann, 22 Jahre jung, kommt so ein bisschen aus dem Rheinland, hat schon bei Aachen, Beek, Düsseldorf 2 gespielt, hat letzte Saison auch für die Profis von Düsseldorf sein Debüt gegeben, gegen Sandhausen war das früh in der Saison. Also immer so ein bisschen zwischen zweiter und erster Mannschaft, viel in der ersten Mannschaft auch mittrainiert. Und jetzt zu uns in die dritte Liga gewechselt. Auch da sieht man wieder hinten Maximilian Großer, 21 Jahre jung. Tom Gerkens, 22 Jahre jung. Dann haben wir unsere letztjährigen U17-Spieler noch dabei. Da ist man dann mit 24, 25 schon ganz schnell einer der Älteren im Kader. Ja, der Wind nimmt wieder ein wenig zu. Schade, ich hatte in der Halbzeit kurz die Hoffnung, dass das jetzt hier alles ganz entspannt wird. Aber Wind und Wetter nehmen wieder ein bisschen zu. Falls ihr das zu Hause nicht so mitkriegt, macht es natürlich auch für die Jungs nicht gerade einfacher. So, kurz auch den Kommentatorenplatz hier wieder ein bisschen wetterfest gemacht. Jetzt die Lippstädter mal mit einem frühen Ballgewinn. In unserer Hälfte. In Strafraum, Gerrit Gulke kriegt einen Fuß dazwischen, kriegt nochmal einen Fuß dazwischen, stark. Und kann den Ball auf unsere Seite ziehen. Na, jetzt müssen wir den Ball trotzdem einmal kurz rausspielen, da tat es wohl einmal richtig weh. Gerrit Gulke, Hesse ist er, geboren in Darmstadt, in Offenbach gespielt. Mannheim ist ja auch nicht so weit weg von da, auch wenn es nicht mehr Hessen ist. Und jetzt eben Ostwestfalen. Rechts. Canetskan, Vladi Czerny ist das. Kann er sich da durchsetzen? Ne, gibt Abstoß. Philipp Lippstädter, Vladi ja letztes Jahr auch Regionalliga West gespielt, wie gesagt, mit Wiedenbrück. Kennt die Lippstädter daher schon.
Da sehen wir wieder. Hohes Pressing. Diesmal mit dem Ballgewinn. Da sind wir schon am gegnerischen Strafraum. Aber der Pass auf Nassim Boujelab passt nicht ganz. Dadurch ist das Tempo wieder ein bisschen weg und wir müssen uns hinten wieder neu aufbauen. Tom Gerkens ist das. Mit Gerrit Gulke, Maxi Großer und ganz hinten wieder Leo Oppermann. Haben wir auch selten gesehen heute mal. Langer Ball und tja, da stand Vladi auch direkt im Abseits. Ansonsten ja sehr viel. Das ist die Idee von Mitch Kniert. Soll mit viel Kurzpass aufgebaut werden. Das Ganze soll spielerisch gehalten werden, so wie wir es vielleicht von unserer Mannschaft vor, naja, ungefähr 3 Jahren kennen. Das soll das Ziel sein. Viele der Neuzugänge, die wir hier getroffen haben in den ersten Tagen, haben gesagt, dass die Spielidee und der Trainer schon auch einfach ein Grund sind, hier zu unterschreiben, wenn man da dann Bock drauf hat. Jetzt aber erstmal die Lippstädter hier an unserem Strafraum, aber souverän gemacht von Can Özkan. Der den Ball von Elias Demir Aslan gewinnt, gut ablockt, dann gefoult wird und es gibt Freischuss für uns. Ja, also nochmal zur Spielidee von Mitch Kniert. Viele Neuzugänge, die gesagt haben, gerade die, die letztes Jahr auch dritte Liga gespielt haben, die Spielidee, das ist etwas, was mich überzeugt, warum ich dann am Ende eben doch unbedingt hier hin wollte und nicht woanders. Also Sam Schreck zum Beispiel, der letztes Jahr dritte Liga gespielt haben, Semi Belkaia, Gerrit Gohlke, die haben alle gesagt, es ist einfach interessant, wenn man letztes Jahr in der dritten Liga gegen Fair gespielt hat. Das ist eine der Mannschaften, die den besten Fußball gespielt haben, auch wenn die am Ende nur in Anführungszeichen Zehnter geworden sind, was unter den Möglichkeiten, die in Fair herrschen, sicherlich ein Top-Ergebnis ist. Aber das ist ein Fußball, gegen den es schwer und eklig war zu spielen und der auch einfach ansehnlich und attraktiv war und sicherlich als Spieler auch Spaß macht. Das ist dann am Ende schon auch ein Grund, warum der ein oder andere gesagt hat, komm, dann gehe ich doch lieber nach Bielefeld, weil ich Bock auf diesen Fußball habe. Ja, Semi erzählte, dass sie mit 1860 München letztes Jahr zu Hause glatt 0:3 gegen Fair verloren haben und ihn das sehr, sehr beeindruckt hat, wie die Mannschaft da aufgetreten ist, mit was für einem klaren Plan. Und den gilt es jetzt natürlich bei uns in der Vorbereitung in die Mannschaft hineinzubekommen und umgesetzt zu bekommen. Seit 3 Tagen die Mannschaft im Training, also dass da noch nicht alles klappt, völlig logisch. Nächste Woche das zweite Testspiel gegen Rot-Weiß Aalen, auch das streamen wir wieder live hier auf YouTube. Nächste Woche Freitag ist das und am Sonntag nächste Woche geht es dann für uns nach Südtirol, 8 Tage ins Trainingslager. Und ich denke, wenn das dann vorbei ist, wenn dann die ersten 2,5 Wochen, fast 3 Wochen der Vorbereitung vorbei sind, dann kann man so langsam mal erahnen, wo wir stehen. Jetzt geht es vor allem darum, dass sich die Mannschaft findet, dass sie sich kennenlernen, dass sie alle so ein bisschen ihren Platz in der Mannschaft finden. Da sollte man sicherlich das Ergebnis noch nicht zu hoch hängen. Jetzt guter Ballgewinn von Mizuta. Im Doppelpass mit Henrik Koch. Dann kommt der Ball bei Christopher Schepp. Leider nicht an. Aber das war gut. Da hat man wieder gesehen, das Anlaufen, wenn es denn funktioniert, da ist es richtig gefährlich, weil dann haben wir den Ball schon sehr weit in der gegnerischen Hälfte. Jetzt Maximilian Großer mit einem taktischen Foul. Sieht dafür auch die gelbe Karte. Denke ich, kann man durchaus geben. Wladimir Wagner war das von den Lippstädtern, den er da umgerissen hat. Ja, die Lippstädter hätten da sonst eine sehr gute Situation vor unserem Tor gehabt. Muss er machen. Auch da würde ich sagen, ein Foul der Sorte clever. Trotzdem Lippstädter jetzt natürlich mit dem Freistoß. Oh, 27, 28 Meter vor unserem Tor. Mit der Nummer 8 ist das Job Munsters mit dem linken Fuß. Spielt in den Strafraum, aber Henry Obermeier hat aufgepasst, will auch den Abstoß haben. Kriegt er aber nicht, gibt die Ecke. Trotzdem eine gute Aktion von Henry, gut aufgepasst. Damit diese Freistoßsituation entschärft. Macht auch ein gutes Spiel bis hierhin. Ecke, gut abgewehrt. Leo Oppermann, nachdem Schaan den Ball abgeschirmt hat. Hat das Ding. Can letzte Saison ja bei Dortmund 2 in der dritten Liga aktiv gewesen, hat sich dort auch durchgesetzt auf der Rechtsverteidigerposition, hat nahezu jedes Spiel gemacht.
hat eine starke Saison gespielt, ein Tor, eine Vorlage war dabei. Jetzt wieder zurück bei uns bei Arminia Bielefeld, hier, wo er 2018 sein Profidebüt gegeben hat in der zweiten Bundesliga unter Jeff Salbene, war das damals noch. Zu Hause gegen Dynamo Dresden eingewechselt und dann hat er sogar einmal zu Hause angefangen gegen Kaiserslautern in diesem legendären Spiel, wo wir aus dem 0-2 noch ein 3-2 gemacht haben. Davor fast seine ganze Jugend beim DSC verbracht. Schöne Geschichte, dass solche Jungs, die hier in unserer Akademie ausgebildet wurden, jetzt auch bei unseren Profis arbeitet. Nassim Bujelab hier mit der Nummer 10. Treibt den Ball nach vorne. Henry Koch, auch er immer wieder auffällig, zieht immer wieder ins Zentrum, schafft damit Räume auf dem Flügel. Gute Verlagerung jetzt, da kommt der Ball wieder rein, aber da ist keiner, rutscht durch zu Henry Obermeier. Kann er den im Spiel halten? Ich sehe es selber auch nicht so genau und ihr im Stream auch nicht, weil da die Bäume davor sind. Bei mir sind die Regenschirme davor. Aber sieht nach Ballbesitz für die Lippstädter aus. Ja, Nassim Bujelab, den wir eben gesehen haben, mit der Nummer 10, kommt von den Schalkern, hat dort schon, wenn mich nicht alles täuscht, 30 Bundesligaspiele gemacht, war jetzt in der letzten Saison an HJK Helsinki nach Finnland ausgeliehen, hat dort unter anderem die Euroleague-Gruppenphase gespielt, ja, 6 Spiele gemacht, davor Champions-League-Qualifikation, ein Spiel sogar, insgesamt 9 internationale Spiele, ist auch mit Helsinki finnischer Meister geworden und jetzt geht es eben nach Bielefeld. Auch er hat gesagt, dass vor allem die Spielidee von Mitch Kniert ihn überzeugt hat, hier hinzukommen, teilweise bessere Angebote auszuschlagen und dann eben hier eine wichtige Rolle einzunehmen. Hat das bei der Auswahl der Trikotnummer schon genommen, die 10. An seinem ersten Tag, als er hier unterschrieben hat, wurde er von unserem Zeugwart Sebastian gefragt, welche Nummer hättest du denn gerne? Und auf die Frage, ist die 10 noch frei, als da ein Ja kam, hat er direkt zugeschlagen. Auch wenn das bisher bei dem bisherigen Verein nicht seine Nummer war. Die wollte er als Spielgestalter dann haben. Jetzt haben wir ihn wieder gesehen auf Gerrit Gulke, der ein bisschen Platz hat, jetzt schon tief in der Lippstädter Hälfte ist. Can mitnimmt, der versucht es mit der Flanke, die sieht gut aus. Ah, aber da wird Henry Koch noch so ein bisschen, glaube ich, vom eigenen Mann behindert. Schade. Ja, das waren sie, unsere beiden Akademinia-Spieler hier. Can Özkan, Annahme und der zweite Kontakt, direkt die Flanke, die wirklich gut kommt. Ja, da hat Henrik, glaube ich, nicht alles reingelegt in den Ball. Hatte ein bisschen, glaube ich, die Befürchtung, dass er da mit Christopher Schepp oder mit Zimpel von Lippstadt zusammenprallt. Da wäre sicherlich noch ein ganz bisschen mehr drin gewesen. So, weiter 1:0 für Lippstadt. Lippstadt jetzt mal mit einer längeren Ballbesitzphase, kann sich der immer wieder aus unserem Pressing lösen. Kam auch noch nicht so oft vor heute. Jetzt auf dem rechten Flügel mal mit ein bisschen Platz gegen Henry Obermeier. Ah, dann geht es mit dem linken Fuß, aber Gerrit Gulke ist da als Turm in der Abwehr, köpft das Ding raus, aber wieder die Lippstädter mit einer Ballbesitzphase. Jetzt wird es wichtig für uns, dass wir ein bisschen anschieben, dass wir wieder ein bisschen rausschieben. Lippstädter hoch anlaufen, denn dann sehen wir bei denen auch die Fehler. Aber wieder ist es die rechte Seite. Henry Obermeier wieder überspielt, aber Tom Gerkens kommt zur Hilfe, bleibt da dran kleben. Und kann sich das Ding holen. Stark, Tom. Öffnet auf Kaito Mizuta, den der Ball ein bisschen durchrutscht. Er ja mal wieder ein Spieler, der auf Twitter unterwegs ist und dort ein bisschen seine Eindrücke aus der Spielzeit teilt. Also da, Kaito Mizuta folgt dem gerne mal. Ansonsten auch liebe Grüße an die Twitter-Bubble. Hat auf jeden Fall die letzten 2 Wochen die Arbeit ein wenig versüßt mit euch. Für alle, die es verfolgt haben. Maxi Großer ist das. Guter Ball. Da haben wir direkt eine Reihe überspielt auf Mizuta. Der mit Henry Obermeier. Aber der Pass landet leider im Aus. Schade, trotzdem hat man gesehen, wie es gehen kann. Einstudierte Laufwege, 3-4 kurze Pässe und
schon hat man die ein oder andere Reihe überspielt. Jetzt wechseln die Lippstädter. Da gibt es ein paar Wechsel mehr. Deshalb das Spiel gerade unterbrochen. Für mich eine wunderbare Gelegenheit, euch noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Dauerkartenreservierungsfrist am 3. Juli endet. Heute ist ja der 1. Juli. Da dürfte ja sicherlich bei vielen von euch noch mal ein bisschen Geld auf dem Konto gelandet sein. Also schnappt euch die Dauerkarte. Über 5000 sind schon dabei. Wir freuen uns wahnsinnig, dass trotz dieser beschissenen letzten zwei Jahre so viele Menschen uns ihre Treue widerspiegeln, sich ihre Plätze wieder gesichert haben, sich wieder auf 19 Heimspiele in der 3. Liga freuen. Wir freuen uns natürlich auch drauf. Ja, an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an alle, die schon zugeschlagen haben. Bedeutet uns wirklich sehr viel, dass ihr wieder alle dabei seid. Also bis zum 3. Juli gilt noch die Reservierungsfrist für euren Dauerkartenplatz der abgelaufenen Saison. Wenn ihr wieder auf demselben Platz sitzen wollt, wie schon in der vergangenen Spielzeit, dann müsst ihr bis zum 3. Juli zuschlagen. Danach machen wir alle Plätze für alle Menschen offen. Dann wird auch die Warteliste der Südtribüne ausgelost, falls ihr euch dort eingetragen habt. Also Aufgabe fürs Wochenende, schnappt euch noch die Dauerkarte, das richtige Outfit, das gibt es bei uns im Fanladen. Die neuen Trikots sind seit gestern raus. Schwarz-Weiß-Blau das Heimtrikot, Schwarz das Auswärtstrikot, Rot das Ausweichtrikot und Grün das Torwarttrikot, wie ihr es hier bei Leo Oppermann gerade gesehen habt. Und wenn ihr während des Testspiels zuschlagt, also bis Abpfiff, sprich in der nächsten halben Stunde noch, dann bekommt ihr das Trikot unterschrieben von der ganzen Mannschaft nächste Woche zu euch nach Hause. Wenn das nichts ist. Jetzt gehen wir aber mal wieder ins Spiel. Sehen hier die Lippstädter am eigenen Strafraum. Christopher Schepp ist das für uns, der da anläuft. Ja, Christopher Schepp in der Rückrunde noch zu keiner Minute gekommen in unserem Kader. Aber das war ja auch nicht unbedingt zu erwarten. Er wurde im Winter aus der Regionalliga geholt von Blau-Weiß-Lohne. Das war ein schwieriger Rückpass da für Leo Oppermann, aber das löst er diesmal souverän. Hat ihn sein ehemaliger und jetzt wieder Mitspieler Maxi Großer mal ein bisschen herausgefordert. Beide ja beim HSV 2. Jetzt die Lippstädter, das ist gefährlich, der rutscht durch und dann ist der Ball drin. 2:0 für unsere Gäste. Der SV Lippstadt kann erhöhen. Ja, das ist das Spiel, was wir in dieser Saison aufziehen wollen. Es soll hinten mit vielen flachen Bällen gehen. Ja, da lässt sich Henry Obermeier ein ganz bisschen abkochen. Und schon sind die Lippstädter bei uns im Strafraum fast am Tor aus. Und dann kommt der Ball in die Mitte. Tja, und wir bekommen es nicht mehr verteidigt. Wie gesagt, das soll es sein. Am eigenen Strafraum auch immer wieder spielerisch versuchen, das Ding zu lösen. Hat in diesem Fall nicht geklappt. Soll mal vorkommen. Luis Neugebauer macht das 2:0. Aber das ist genau das. Diese Fehler müssen wir unserer Mannschaft eingestehen. Jetzt in der Vorbereitung, aber auch natürlich über die Saison hinweg. Das soll die Spielidee sein. Die wird uns auch vorne sicherlich das ein oder andere Tor bringen. Und dann passiert es eben manchmal auch, dass in dem eigenen letzten Drittel der Fehlpass passiert. Wir sind ja erst seit 3 Tagen in der Vorbereitung. Da kann man ja noch dran arbeiten. Die Lippstädter treiben wieder über die linke Seite. Oh, da hat es mal kurz geknallt. Henry Koch zeigt auch, dass er mal anders kann. Noch wieder ein Foul auf der anderen Seite diesmal. Oder die Chani ist das. Ja, auch wenn es nur Vorbereitung ist und nur das erste Testspiel, mit einem besseren Ergebnis als mit einem 2:0, wollen wir dann natürlich schon rausgehen. Das merkt man den Jungs auch an. Die sind jetzt schon ganz bisschen angespannter. Oppermann, gut aufgepasst, fängt das Ding ab. Und es wird wieder kurz eröffnet. Maxi Großer mit Henry Obermeier. Ja.
David Gulke schiebt an, versucht es mit einem flachen Pass in die Sturmspitze. Der wird aber von den Lippstädtern abgefangen und damit ist es dann direkt wieder gefährlich. Da laufen wir in so eine Kontersituation rein, aber dann machen es auch zum Glück die Lippstädter einmal nicht ganz genau im Abseits stehend. Boah, ob das Abseits war? Ich weiß es nicht. Die Schiedsrichter werden es wissen, sie stehen deutlich besser. Ich habe gerade noch eine Nachricht bekommen von unserer Fußballschule und darf darauf hinweisen, dass während die Profis im Trainingslager sind in Kienz in Südtirol, Italien, nächste Woche Sonntag geht's los, also in 8 Tagen, da findet auch das Camp der Fußballschule dort statt. In Südtirol, da sind auch noch Plätze frei, ganz paar. Also wenn ihr Bock habt, mit unseren Profis ins Trainingslager zu kommen und eure Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren brauchen noch eine Beschäftigung, dann haben wir da die Fußballschule vor Ort. Da werden natürlich dann auch mal Profis zu Besuch sein. Da wird ordentlich Programm sein vor Ort. Ich glaube, die Testspiele werden auch besucht unserer Profis. Also da ist richtig, richtig was los, richtig schön. Da sei noch mal drauf hingewiesen. Also anliga.de/Fußballschule, da kommt ihr hin, sind noch Plätze frei. In der Fußballschule sind ja auch gerade Sommerferien, also nicht nur in der Fußballschule, sondern natürlich auch überall in der Schule. Sommerferien. Und viele Fußballcamps finden in Bielefeld und Umgebung statt. Auch da könnt ihr nochmal schauen im Internet. Da gibt es sicherlich noch den ein oder anderen Platz, der frei ist. Überall in Ostwestfalen sind wir da in den nächsten Wochen vertreten. Jetzt haben wir mal wieder gut aufgebaut. Zu Nassim Bujelab, der dann mal einen freien Ball hat. Czerny versucht abzulegen, aber das misslingt ein bisschen. Aber trotzdem auch da wieder eine gute Staffette. Nur über viele schnelle, flache Bälle in die gegnerische Hälfte gekommen. Am Ende passt der letzte Ball leider nicht so ganz. Aber so soll es gehen. Wie gesagt, auch die Jungs müssen sich ja erstmal alle kennenlernen. 19 sind es bis jetzt. Mittwoch das große Kennenlernen. Nur Fabian Kloß und Christopher Schepp kannten das Ganze schon. Natürlich die Jungs aus der U17, aber die sind ja jetzt in der letzten Saison noch nicht so sehr in den Profispielbetrieb integriert gewesen. 2 Spinde waren belegt und ihr kennt das sicherlich früher, wenn man in eine neue Klasse gekommen ist oder der Neue auf der Arbeit ist. Dann muss man erstmal alle kennenlernen und 20 Gesichter auf einmal, das ist sicherlich auch nicht für jeden da unten auf dem Rasen ganz so einfach. Und dafür, finde ich, haben wir dann doch schon viele gute Chancen rausgespielt heute, auch wenn wir noch keine genutzt haben. Ich möchte bewusst noch sagen, jetzt aber den Lippstädter, die in der zweiten Halbzeit schon deutlich besser im Spiel sind. Und da kann sich Leo Oppermann auszeichnen. Sehr gut, gegen den Schuss von Filmen, der da in die Mitte gezogen ist. Kein Problem für Leo. Der Kader natürlich auch längst noch nicht komplett von uns, das ist klar. Wie gesagt, 19 Jungs sind es bis jetzt. Da kommen noch ein paar dazu, also behaltet auf jeden Fall unsere Kanäle, sei es auf Facebook, Instagram, Twitter, wo auch immer ihr uns folgt, LinkedIn. Behaltet das im Blick. Da wird noch das ein oder andere neue Gesicht in den kommenden Tagen vorgestellt. Wir freuen uns schon drauf, dass wir dann auch möglichst natürlich mit einem ordentlichen, vollständigen Kader, ja, ganz vollständig wird er noch nicht sein, aber zumindest mit einem sehr vollen Kader dann nach Südtirol, nach Italien können, um im Trainingslager so richtig Vollgas zu geben. Henrik Koch. Da waren mehr als einer die Hand dran, einmal von ihm und einmal von dem Lippstädter. Aber weiter geht's. Bujelab liegt auf Gerrit Gulke wieder, der da viel Ballkontakte auch hat. Zu Can, der mit einem Kontakt zu Mizuta, von dem haben wir noch nicht ganz so viel gesehen. Letzte Saison ja 20 Torbeteiligungen in 31 Regionalligaspielen für die zweite Mannschaft von Mainz. 10 Tore, 10 Vorlagen, hat eine richtig starke Saison gespielt. Seit 4 Jahren in Deutschland. Wir durften ihn vorgestern kennenlernen, spricht auch wirklich sehr, sehr gut Deutsch. Auch da sei nochmal der Hinweis gestattet, wenn ihr die Jungs, die jetzt alle neu dabei sind, und es sind ja schon nur wirklich ein paar, alle mal kennenlernen wollt, alle mal sprechen hören wollt, dann schaut auf Instagram vorbei. Da haben wir jeden unserer Neuzugänge mal wenigstens einmal kurz mit 5 Fragen vorgestellt, dass ihr mal so ein bisschen Gefühl für die Jungs bekommt. Kaito hat uns zum Beispiel verraten, dass das Beste an der deutschen Küche der Schokokuchen ist.
Überraschende Erkenntnis, aber freut mich. Jetzt hat er mal früh den Ball gewonnen und wird auch direkt gefoult von Salim Rebronja, der Lippstädter. Freistoß zentral, 30, 35 Meter zum gegnerischen Tor. Wer macht's? Nassim macht's. Legt sich den Ball jetzt nochmal genau hin. Oh, ich gehe mal davon aus, dass es von da auf den zweiten Pfosten geht. Vielleicht zu Christopher Schepp oder zu Gerrit Gulke. Oder macht das direkt? Ah, er macht es direkt. Schweigen wir drüber. Bei uns auf der Bank sieht er übrigens noch Noah Busse, den Nachwuchskeeper. Sein Einsatz, glaube ich, nicht geplant heute. Sitzt da noch ganz alleine. Ja, Mitch viel am Stehen. Tigert da immer auf und ab. Scheint mit einigen Sachen noch nicht ganz so zufrieden zu sein. Aber ist natürlich jetzt auch wichtig, gerade für ihn als Trainer in den ersten Tagen, hier viel Einfluss zu nehmen, viel zu dirigieren, viel richtig zu stellen. 37 Jahre jung, wie gesagt, letztes Jahr in Verl. Ich sagte es eingangs schon mal, echt viele Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, haben mir gesagt, boah, Verl, auch wenn sie Zehnter geworden sind letztes Jahr, die haben den geilsten Fußball gespielt. Hoffen wir mal, dass er das bei uns auch implementieren kann, dann freuen wir uns drauf, weil dann ist es nicht nur geiler Fußball, dann ist es vor allem auch attraktiver Fußball. Und den wollen wir doch alle sehen. Maxi Großer, jetzt raus auf Henry Obermeier. Ach, dann steht er verschieden, da gut machen die Räume eng. Müssen wir wieder hinterrum spielen. Mizuta. Guter Ball raus auf Henry Obermeier, der jetzt links mal ein bisschen Platz hat. Aber die Flanke wird geblockt. Ja, wir müssen hier ganz eindeutig nochmal ein paar Äste abschneiden. Das ließ ich vorher nicht erahnen. Für den nächsten Livestream. Den gibt es ja nächste Woche schon. Gegen Rot-Weiß-Aalen spielen wir, sind natürlich wieder mit dem Livestream live dabei. Es sei nochmal erwähnt, wir hätten natürlich liebend gerne hier auch Zuschauer an der Friedrich-Hagemann-Straße. Auch unsere Jungs hätten natürlich liebend gerne Zuschauer, die hier um das Spielfeld rumstehen und ja, mit anfeuern, mit beobachten. Aber es ist einfach schlichtweg nicht möglich aus organisatorischen und sicherheitstechnischen Gründen. Ihr seht es im Hintergrund, das ganze Trainingsgelände ist hier eine Baustelle und wir können einfach schlichtweg keine Zuschauer hier zulassen. Ist was anderes als bei einem öffentlichen Training. Die Frage kam natürlich auch oft, 400, 500 Leute beim öffentlichen Training geht, aber beim Spiel nicht. Ja, ist so, ist eben nicht das Gleiche bei den Sicherheitsvoraussetzungen, bei den organisatorischen Dingen. Wir würden es wirklich gerne ermöglichen, aber es ist einfach nicht möglich hier am Trainingsgelände in der ganzen Vorbereitung. Also alle Testspiele, die hier auf dem Gelände stattfinden, müssen leider ohne Zuschauer stattfinden. Trotzdem, wir werden jedes Spiel streamen, also ihr verpasst hier keine Minute, ihr werdet die Jungs kicken sehen. Immer dann auf YouTube. Ansonsten wird es viele öffentliche Trainings geben. Da, wie gesagt, sind dann Zuschauer hier am Gelände erlaubt, weisen wir immer rechtzeitig darauf hin, kommt da gerne vorbei, lernt unsere Mannschaft kennen, quatscht mit denen, holt euch Autogramme, schießt Fotos, die sind dafür alles offen, das haben die ersten Tage schon gezeigt. Es soll hier bloß nicht der Eindruck entstehen, dass wir uns abschotten wollen. Dem ist natürlich nicht so. So, 75 Minuten rum, immer noch 2:0 für den SV Lippstadt, für den Regionalligisten, die schon, wie gesagt, seit 2 Wochen im Training, haben also schon ein ganz bisschen Vorsprung, sind auch eine sehr gestandene Mannschaft, wo sich nicht so viel verändert hat im Sommer, kennen sich also alle schon auch ein ganz bisschen besser als unsere Jungs jetzt. Das nochmal zur Einordnung. Und die spielen ja auch immerhin Regionalliga. Also nur eine Liga tiefer als wir. Trotzdem natürlich 0:2, ein Ergebnis, wo wir jetzt in den nächsten 15 Minuten vielleicht nochmal dran schrauben können. Wenn wir hier nochmal den Abschluss der Lippstädter sehen. Kommt nicht aufs Tor. Lass rechts,
Da haben wir wieder Tom Gerkens mit der 20. Jetzt, jetzt! Daniel, komm! Hey, Daniel, gut! Reicht, Rika! Die Highlights des heutigen Spiels und dann auch die Stimme von Mitch Kniert im Interview und die von einem Spieler, ich glaube Nassim Bujelapwitz gleich, die findet ihr auf Arminia Club TV. Heute am späten Abend noch, die schnappen wir uns gleich nach dem Spiel. Fragen Sie einmal aus zu diesem ersten Testspiel, zu den ersten 90 Minuten im Arminia-Trikot. Also die könnt ihr später noch auf Arminia Club TV sehen. Haltet die Augen offen. Ansonsten, ich hatte es eben auch schon mal angekündigt, wir waren Mittwoch bei der Kulturwoche in Steinhagen mit dem Arminia-Podcast live. Die Folge erscheint morgen auf unseren Kanälen. Wenn ihr also am Sonntag noch nach einem Zeitvertreib sucht, Semi Belkaia und Sam Schreck, die ihr hier in der ersten Halbzeit gesehen habt, die, so finde ich, heute auch schon einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben. Die waren zu Gast knapp über eine Stunde. Könnt ihr euch also für den Sonntag schon mal freiraum, erscheint dann morgen auf unseren Kanälen. Jetzt aber wieder ins Spiel. Maxi Großer ist das mit Henry Obermeier. Wenn wir in der ersten Halbzeit deutlich häufiger den Spielaufbau über rechts gesehen haben, so wie wir sehen wir jetzt in der zweiten Halbzeit ein bisschen häufiger über die linke Seite. Gerrit Gohlke mit einem flachen Ball ins Zentrum, aber der rutscht Mizuta durch und Christopher Schepp kommt auch nicht ran. Nassim Bujelapwitz ist es wieder sehr ballsicher, wie der sich dann immer wieder noch die Welle wiederholt, sich schnell drehen und wenden kann, das ist schon wirklich stark. Wie gesagt, hat schon einige Bundesligaspiele im Trikot des FC Schalke gemacht. Letzte Saison international gespielt. Toll, dass sich so ein Spieler für unseren Verein entschieden hat. Mizuta über außen wird aber... Oh. Da hätte ich jetzt von hier aus gesagt, das war doch ganz eindeutig eine Ecke. Aber das sieht der Linienrichter anders, aber der steht da auch direkt daneben. Der muss es wissen. Während ich hier ungefähr 50 Meter wegsetze. Deshalb würde ich da meinem Urteil jetzt auch nicht allzu viel Vertrauen schenken. Hat weh. Da kam Phil Mehn ein bisschen spät gegen Henry Obermeier. Oh, jetzt so mit den fast 80 Minuten schon in den Knochen noch einmal so einen späten Tritt gegen die Wade. Das muss gerade in der Vorbereitung nicht sein. Ja, daraus folgt dann direkt dieser Pass in die Tiefe. Da hat Henry Koch mit was anderem gerechnet, der auch schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht, wenn ich mir den so angucke. Läuft ein bisschen unrunter mit der Nummer 29. Ja, gerade 16 Jahre jung, Vorbereitung, gerade frisch angefangen. Auch da ziehen die ersten 80 Minuten schon mal ein bisschen in die Muskeln. Die Lippstädter wieder. Gute Spieleröffnung. Gut aufgepasst von Bujelapp, der Ball am eigenen Strafraum. Jetzt haben wir mal Christopher Schepp, noch nicht so viele Ballkontakte hier in der zweiten Halbzeit. Zehn Minuten noch, das heißt 10 Minuten, die auch ihr noch Zeit habt, und zwar um beim Trikot zuzuschlagen. Ihr seht sie heute schon, schwarz-weiß-blau wie unsere Vereinsfarben, tragen sie die Jungs schon. Also schlagt online gerne zu, wenn ihr eines der neuen Trikots jetzt
abkauft während dieses Testspiels, also innerhalb der nächsten 10 Minuten, dann bekommt ihr es unterschrieben von der ganzen Mannschaft nach Hause. Gilt nur, solange dieses Testspiel läuft. Also Second Screen ist das Stichwort, habt ihr ja wahrscheinlich eh am Start. Während hier die Lippstädter mit einer guten Chance und die auch noch nutzen. Phil Mehn erhöht auf 3:0, so ein Mist. Ja, auch da bekommen wir den Ball nicht sauber geklärt im eigenen Strafraum. Filmen fällt der Ball vor die Füße und dann ja, hat er ein bisschen zu viel Zeit, sich eine Ecke auszusuchen. Und da sieht man dann, dass die Jungs eben auch vierte Liga spielen. Den macht er dann ganz souverän weg. Ja, auch da vielleicht noch ein bisschen die fehlende Abstimmung zwischen Torwart und seinen Innenverteidigern. Aber die kann ja noch kommen. Wie gesagt, die Jungs sind erst seit 3 Tagen im Training. Alle neu. Müssen sich alle noch ein bisschen kennenlernen. Und da gehören dann wahrscheinlich genau solche Situationen dazu. Wann ruft wer was? Und wie muss ich meine Nebenspieler einschätzen? Wie verhalten sie sich in solchen Situationen? All das sind die Kleinigkeiten, auf die es ankommen wird, wenn es dann in der dritten Liga losgeht. Wenn es auch im Westfalenpokal und im DFB-Pokal losgeht. Und genau dafür ist die Vorbereitung ja da, das reinzukriegen, da Erfahrungswerte zu sammeln, sich da kennenzulernen. Trotzdem natürlich 0:3 kein allzu schönes Ergebnis, das brauchen wir uns jetzt auch nicht schönreden. Freistoß, vielleicht klappt es ja mal jetzt mit einem eigenen Treffer. Gute Position, Nassim Bujelab. So ein bisschen halb links für den Rechtsfuß, kann man schön zum Tor ziehen. Macht er jetzt auch, geht weit auf den zweiten Pfosten, aber ins Leere. Nassim Bujelab mit marokkanischen Wurzeln, aber groß geworden in Iserlohn. Lange in der Schalke-Jugend gespielt, hat auch schon 3 A-Nationalspiele. 2020 debütiert für Marokko, hat dort auch in der U19 und U23 gespielt. Also der kann trotz seines jungen Alters schon auf einiges zurückblicken. Ja, Lippstadt kann sich jetzt immer häufiger befreien aus unserem Pressing, bekommt es immer wieder hin, über die erste, auch mal über die zweite Reihe, sich spielerisch zu lösen und dann auf unsere Viererkette mit Ball am Fuß drauf zu laufen. Das wird natürlich dann immer schnell gefährlich. Da haben wir so ein bisschen den Zugriff verloren. Das sah am Anfang des Spiels deutlich besser aus. Aber auch das gehört natürlich zur Aufgabe von Mitch Kniat und seinem neuen Trainerteam. Nicht nur die Arbeit mit dem Ball, sondern eben auch die Arbeit gegen den Ball. Da wollen wir auch sehr aktiv sein. Da sieht man auch heute, dass wir sehr aktiv sein wollen. Da fehlt dann halt manchmal noch ein bisschen die Abstimmung. Da fehlt der ein oder andere Laufweg, der schon mal angepasst ist. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir das in der Vorbereitung alles noch hinbekommen werden. Jetzt wieder die Lippstädter über die rechte Seite. Der rutscht komplett durch. Einwurf für uns. 85. Minute. 5 Minuten haben wir noch. Also so ein eigenes Tor im ersten Testspiel wäre ja dann schon ganz nett. Vielleicht versuchen wir das in den nächsten 5 Minuten nochmal. Ja, 5 Minuten. Also auch für euch letzte Chance, nochmal beim Trikot zuzuschlagen. Ihr seht es hier eingeblendet. aninia.de/live. Das ist euer Link zum Glück. Den Angriff wollten die Lippstädter aber ganz unbedingt unterbinden. Da wird er sehr lange gezogen, bis das Spiel dann auch unterbrochen wird von Schiedsrichter Tobias Severins. Sehr souveräne Spielleitung heute. Testspiel nach Vorbereitung. Da sollte es ja auch noch nicht allzu hitzig werden. Gerrit Gulke hier in der Innenverteidigung zusammen mit Maxi Großer. Henry Obermeier, Leo Oppermann, damit er die Namen auch mal ein bisschen reinkriegt. Auch für mich nicht ganz so einfach heute. Viele von denen sehe ich auch erst das zweite, dritte Mal. Aber das kriegen wir alle hin. Wir haben ja noch 5 Wochen, glaube ich, bis es losgeht. Also bis dahin
hauen wir uns das alle auf die Pfanne drauf. Gerrit Gurke hier wieder. Viele Ballkontakte in der zweiten Halbzeit. Bujelab. Und Pass auf Henry Obermann. Ja. Auch der heute sehr aktiv im Spiel eingebunden. Ja, weiter! Gut so! Oh. Ja, ihr hört so ein bisschen an den Nebengeräuschen immer noch ordentlich am Nieseln. Ostwestfälisches Schiedwetter hier an der Friedrich-Hagemann-Straße. Ich hoffe, ihr habt es euch zu Hause bequem und gemütlich gemacht. Das Spiel bleibt natürlich auch 90 Minuten die volle Länge auf unserem YouTube-Kanal. Ihr könnt euch das Ganze also auch im Real Life noch anschauen. Später, falls ihr ein bisschen was verpasst habt. Ja, Tore von uns habt ihr noch nicht verpasst, aber es geht ja auch darum, ein bisschen mal die Mannschaft kennenzulernen, mal die Jungs ein bisschen kennenzulernen. Wie kicken die eigentlich so? Dafür ist das sicherlich auch gut geeignet. Jetzt die Lippstädter wieder über unsere rechte Seite. Abschluss, aber Leo Oppermann packt zu. Bisschen zu zentral der Abschluss. Tom Gerkens mit der 20. Gute Öffnung auf Mizuta. Zu Czerny, aber der Ball ist dann zu ungenau. Da haben wir auch mal wieder mit zwei, drei schnellen Pässen durchs Zentrum es geschafft, direkt in die vorderste Reihe zu kommen, aber der letzte Ball wieder ein bisschen zu. Wieder die Lippstädter in unserem Strafraum. Oh, das wird gefährlich. Gut abgelegt, aber auch gut geblockt. Ja, wir kommen es aber dann auch nicht so richtig hin, diese zweiten Bälle mal für uns zu gewinnen, ordentlich festzumachen und dann ja, schon mit wenig Gegenspielern mal auch in den Konter zu kommen oder so. Das gelingt uns jetzt noch nicht so richtig gut. So, während die letzten Minuten laufen, schaue ich nochmal auf die kommende Woche, Dienstag 11 Uhr, das könnt ihr euch notieren, ist das nächste öffentliche Training, also Dienstag 11 Uhr an der Friedrich-Hagemann-Straße, 4.7., das ist das nächste öffentliche Training. Auch am Donnerstag wird öffentlich trainiert, ebenfalls um 11 Uhr. Und am Freitag ist dann das nächste Testspiel, nächste Woche Freitag in 6 Tagen, hier an der Friedrich-Hagemann-Straße, wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber wieder im Stream, gegen den Regionalligisten Rot-Weiß-Aalen, um 14 Uhr geht es da los. Also das die relevanten Termine unserer Profis für euch. Dienstag 11 Uhr öffentliches Training, Donnerstag 11 Uhr öffentliches Training, Freitag 14 Uhr Testspiel gegen Rot-Weiß-Aalen. Und die 90 Minuten sind rum. Schiedsrichter Tobias Severins pfeift ab. Glückwunsch an den SV Lippstadt 08, die hier das Testspiel mit 3:0 für sich entscheiden. Ja, wir haben ein paar Hausaufgaben mitbekommen für die nächste Trainingswoche. Das erste Testspiel dieser Saison ist gelaufen. Wie gesagt, 3 Tage im Training unsere Jungs, noch nichts überbewerten. Die müssen sich erstmal alle noch finden und kennenlernen, eine Mannschaft werden. Das ist die wichtigste Aufgabe. Daran wird jetzt zu arbeiten sein. Wir sprechen gleich mit Nassim Bujelab und mit Mitch Kniert. Die Interviews könnt ihr später auf Arminia Club TV sehen. Ich bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit hier beim heutigen Testspiel, dass ihr mit dabei wart. Es sei noch mal darauf hingewiesen, jetzt ganz schnell noch das Trikot kaufen. Arminia.de/live, dann bekommt ihr es noch unterschrieben von der Mannschaft. Das gilt nur noch in den nächsten Minuten. Irgendwann fällt dann hier fällt hier die Schranke, dann ist diese Aktion vorbei. Ansonsten sei noch mal darauf hingewiesen, bis zum 3. Juli sind eure bisherigen Dauerkartenplätze reserviert. Die könnt ihr also bis zum 3. Juli noch wieder aktivieren. Ansonsten gehen die in den freien Verkauf. 5.000 Dauerkarten haben wir bis jetzt schon verkauft. Herzlichen Dank dafür. Letztes Jahr waren es zum selben Punkt ungefähr 6.500. Also wir sind sehr, sehr zufrieden. Bedanken uns schon mal für eure Treue, für euer Vertrauen auch in diese Jungs.
Heute konnten sie noch nicht so viel zeigen, aber ein paar Vorschusslorbeeren sicherlich können wir denen noch ein bisschen Vertrauensvorschuss können wir denen geben. Nächstes Testspiel nächste Woche Freitag gegen Rot-Weiß Aalen gibt es wieder hier auf YouTube. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht sehen wir uns auch beim öffentlichen Training. Ich habe es gerade gesagt, Dienstag 11 Uhr, Donnerstag 11 Uhr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns in der kommenden Woche. Tschüss!